Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier stehen geblieben, rechts von Teak City. Und zwar hier auf Route 42 von Teak City auf nach Mahagonia City. So, und ich habe offscreen kurz einen Grafenza gefangen und hab's schon mal Blitz erlernen lassen. Und nun können wir uns durch diese Höhle quälen. Der Kesselberg. Wasserfallhöhle voraus. Wir können natürlich auch einfach hier rüber surfen. Aber komm, wir erkunden mal eine Höhle. Dann haben wir das letzte Höhle erkundet. Oh, letzte Folge? Naja, ist auch egal. Dann erkunden wir halt noch eine. Ist ja nicht so schlimm. Wir wollen ja eh alles in dem Spiel sehen. So, dann benutzen wir das erste Mal, glaube ich, Blitz. Naja, gut passiert. Okay. Ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, was man hier machen musste. Oh, Stärke. Ja gut, dann können wir es eigentlich schon vergessen. Weil ich habe jetzt keine Stärke dabei. Ich glaube, wenn man keinen Surfer hat, dann kann man hier trotzdem mal verlangen, ne? Jopp! Dann kommt man einfach direkt hier raus mit dem Kumpel! Hey! Das ist mein Geheimversteck! Verschwinde, du Außenseiter! Tja, dann können wir den Kesselberg vielleicht doch noch nicht machen. Goro. Mit deinem Nidorina kannst du nichts anfangen, mein Freund. Okay, ich würde sagen, wir machen dann die... den Kesselberg vielleicht andermal, weil... ich habe jetzt keine Lust, nochmal zurückzugehen. Heute wird es soweit sein. Heute werden wir unser Melly entwickeln. Sie wird eine große Katze sein. Dafür muss sie aber ein bisschen hier beweisen. Mit Volltreffer zum Beispiel. Das ist sehr toll. Schön Level Up gleich. Und noch ein Nidorino. Ah, ne, Nidorino diesmal. Ah. Da ist Unterschied mit dem schlechten Sprite. Zumindest mag ich den Sprite nicht. Und den anderen mochte ich jetzt auch nicht so sehr. Also da habe ich schon bessere Nidorino und Nidorina Sprites gesehen, muss ich zugeben. Oh, Doppelkick, aua. Das tut sehr weh, weil es ist sehr effektiv. Bitte lassen Sie das und ich beiß Sie dafür kaputt. Dankeschön. Danke fürs Zuhören und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh yeah! Ich hätte meinen Mondstein benutzen sollen. Ja, das hättest du. Du erstellst einen Pokédex? Wow, du kennst bestimmt einige sehr seltene Pokémon. Darf ich bitte mal eines sehen? Nein. Der Kesselberg, Wasserfallhöhle voraus, ja, ja. Und hier hätten wir rübersurfen können. Oder wir sind kämpfen. Jetzt demonstriere ich dir die Kraft des Pokémon, das ich gefangen habe. Aha. Was hast du denn so gefangen? Was gibt's denn so? Karpador? Felino? Keine Ahnung, was gibt's denn hier? Amadeus. Oh, Baldorfisch. Okay, den sehen wir auch nicht alle Tage. Und den Sprite sehen wir auch nicht alle Tage. Das ist ein sehr interessanter Sprite. Ja, will ich rausswitchen? Aber ich versuch's mal mit Biss. Eigentlich hat das... war das Rauhaut oder irgendwie sowas? Nator. Okay. Ich kämpfe nicht so oft gegen einen Baldorfisch. Jetzt greife ich dieses kleine Ding da an. Giftstachel, okay. Ja, Folten. Ja, natürlich Volltreffer und Vergiftung. Was noch? Vielleicht noch einen Kuchen? Kaffee? Geld? Was willst du noch? Komm, ich kratze dich weg. Oh. Ach, Melly. Ach, komm schon, Melly. Das. Ach, Mann, Melly. Ach, Mann. Das gibt's doch nicht. Ach, Mann, Melly. Jetzt muss ich mal Beleber verschwenden. Die sind teuer, Mann, Melly. Pass besser auf nächstes Mal. Meine Güte, da will man einfach so nur seine Katze trainieren. Und dann geht sie da einfach down. Oh, das reicht mir jetzt. Donnerschlag. Voll die Verschwendung, aber egal. So, Amphi ist unser stärkstes Pokémon bisher. Aber es wird sich demnächst ändern. Oh, nicht mehr Level Up, Alter. So schlecht war das Wilderfisch. Was? Das kann nicht sein! Natürlich kann das sein. Mit dem Pokémon, das ich gefangen habe, möchte ich der Champ der Trainer werden. Das ist das Beste am Angeln. Wow, du bist so stark, Alter. Gibst du dein Telefon dabei? Ich teile auch mit, wenn du coole Sachen verangelt. Nein. Oh, ja, dein Verlust. Ja, ja. Wenn du meinst. Also willst du auch kämpfen? Ich glaube, Melly ist gar nicht geheilt, ne? Er ist nicht geheilt. Wir haben nur einen Trank. Wip! Melly hat so wenig KP. Ich hoffe, bei der Entwicklung kriegt sie dann mehr.
Ach, ist so schön, im Freien zu sein. Ich fühle mich so frei. Deutschland ist so ein freies Land. Ja, aber wir sind hier in Johto. Ich weiß ja nicht, wie es mit Johto aussieht. Ist ja, denke ich mal, nicht in der Nähe von Deutschland. Ist eher so in der Nähe von Japan. Ganz da drüben. Oh, Diktor. Natürlich kann ich jetzt schlecht trainieren. Ja, was mache ich gegen Diktors? Uwut, würde ich sagen. Versuche ich mal mit Uwut Konfusion. Also es macht auf jeden Fall was, auch nicht Intensität. 7. Komm, jetzt überlebst du. Oh, mach gar nicht mehr so viel. Okay, ich habe viel mehr erwartet. Aber Blut so Geld das aus. Unser Team ist halt einfach too strong for you. Oh, was haben wir da? Kleinstein? Hört sich ja an wie ein Stein. Ha! Du Noob. Aber cooler Sprite. So, wir wechseln jetzt ganz schnell zurück. Zack, zack. Er tackelt uns, ist aber egal. Konversion. Er wird sich gleich umbringen und da ist er umgebracht worden. Yay! Und als nächstes kommt ein Diktri. Oh, da habe ich ein bisschen Angst jetzt. Denn Diktri sollte man darüber nicht unterschätzen. Die können nämlich richtig reinhauen, wenn man Pech hat. Ja, und ich switch einfach trotzdem mal zurück. Kratzer. Kratzer? Ja, ich weiß, das ist ein Maulwurf, aber das hat Arme, das kann Kratzer einsetzen. Okay, gut zu wissen. Okay, 4, ja, 4 ist schwach. Du gehst jetzt schon mal down, Mann. Geh weg, hau ab, Alter. 6, ja gut, 6 ist ein bisschen stärker, aber juckt mich nicht viel. 5 auch nicht wirklich, du bist jetzt down, bye bye. Yeah! Wanderer Wolfgang! Schaut mal, schaut mal auf! Ist dieses überwältigend schöne Blau des Himmels, dann verliert eine Niederlage völlig an Bedeutung. Aha. Route 42, Teak City im Hagonia City. Heute sind wir schon da? Magonia City, willkommen in der Stadt der Ninja. Oh, Ninja-Stadt, yeah! Hast du vor, die Garados am See anzusehen? Oh, es gibt den Garados-See? Cool. Versuchen Sie den leckeren Wurmkeks! Wurmkeks, lecker, komm. Seltsame Musik. Das Experiment verlief wie am Schnürchen. Carpador ist wertlos, aber Garados verkauft sich gut. Was passiert hier? Willkommen, womit kann ich dienen? Oh, ja, Mini-Pilz, ein gemeiner Pilz, Wert gering. Fleckmann-Route, sehr lecker, Wert hoch, gib her. Nein, natürlich nicht, ich brauche das Geld. Pokéball, ich habe gar keine mehr, ich kaufe mir mal ein paar, danke schön. Trank, ich habe auch keine Tränke mehr, gib mir mal ein paar, danke schön. Okay. Seltsamer Typ. Den behalten wir mal im Auge, würde ich sagen. Können wir einfach weiter? Nö, können wir nicht. Hey Kleiner, ich sehe, du bist neu in Mahagonia City. Du musst unbedingt einen Wutkeks probieren. Ich habe einen dabei. Für die 300 Pokédollar gehört er dir. Okay. Gut, genieß ihn. Was habe ich jetzt vorbei? Hi Kleiner, ich sehe, du bist neu in Mahagonia. Ich hab doch schon einen. Nein, ich hatte gerade einen abgekauft. Daneben nicht. Okay, blöd Mann. Ich hörte, dass ein rotes Garados am See erschienen sein soll. Das ist seltsam, da schon normale Garados in diesem See sehr selten sind. Ein rotes Garados? Sind Garados nicht normalerweise blau? Mein Lieblingsprogramm im Radio? Ich würde sagen Pokémon-Musik. Okay. Was eine interessante Stadt. Und hier in die Arena können wir nicht rein? Mahagonia City, Pokémon Arena, Leiter Norbert, der Lehrer der Härte des Winters. Oh, wir haben ja langsam Winter, deshalb passt das. Wenn du schon so weit gekommen bist, solltest du dir die Zeit nehmen, um etwas Sightseeing zu unternehmen.
geh nach Norden und sieh dir den See des Zorns an. Ach, am See des Zorns sind also die Garados. Und ein rotes Garados? Okay. Hi, ihr Süßen. Ich verhindere, dass sich meine Pokémon zu rasch entwickeln. Ich bringe ihnen verschiedene Attacken bei, bevor ich sie sich entwickeln lasse. Pokémon werden stärker, wenn sie sich entwickeln. Aber sie erlernen neue Attacken auch langsamer. Ja gut, das kann möglich sein. Wie? Team Rocket ist wieder da? Ich sah einige Männer in Schwarz am See des Zorns. Oh oh, das bedeutet Ärger. Und es kommt noch härter. Das sollten wir uns doch mal anschauen, oder? Ich habe ja gesagt, dass sich Meliolt entwickelt. Wir nehmen erst 10 Minuten auf? Oh. Ich dachte, ist voll schon vorbei. Ich dachte, ich nehme schon irgendwie eine halbe Stunde auf, gefühlt. Aber nee, sind das 10 Minuten. Ich mache heute flott irgendwie. Flott, flott. Alles ganz schnell. Zack, zack. Die Videos produzieren sich nicht von alleine. Gibt's hier nichts? Wozu ist das hier eigentlich hier? Ist das... Für nichts. Ist nichts. Nicht mal ein Item. Okay. Na komm, dann gehen wir nach oben. Hier kamen nur Wanderer vorbei, die auf dem Weg zum See des Zorns waren. Okay. Also kein Team Rocket? Route 43. See des Zorns, Maragonia City. Wir werden nächste Folge ein paar Garados sehen. Hi, du kommst unerwartet. Man kann so viel unternehmen mit seinen Pokémon. Das macht unheimlich viel Spaß. Glaube ich dir, aber in den späteren Spielen kann man sogar mit denen streicheln und Gassi gehen, ja? Moritz, bist voll oldschool. Du wirst jetzt sterben. Und dann werden wir, nachdem wir einen Snubbilicat haben, werden wir drauf schauen, dass wir einen Umut bekommen. Und danach werde ich nur noch Igelava benutzen, damit, ja, mein stärkstes Pokémon wird. Nee, ich will eigentlich, dass alle gleich gelevelt sind, aber... Komm, mein Starter muss eigentlich Vorteil haben, weil er ist mein Starter. Ach komm, jetzt mach doch nicht so ein Tohubavohu hier raus, ey. Das gibt's doch nicht. Oh komm, schlag dich selbst! Oh, blöd, Mann. Verreck! Warum treffe ich nicht? Treff dich selbst! Du Idiot! Yes! Tot. Yeah! Als Potenzial-Dramat. Bisschen kleiner Sprite, findet ihr nicht? Ist halt ein bisschen klein für unser Dama. But okay. So, Beeilung. Hau ab! Wow. Konfusion. Okay. Einigler, hör auf dich zu einigen, jetzt besieg dich selbst. Genau. Wieso gehe ich immer daneben? Kratzer. Kannst du nicht was Besseres lernen? Kratzfurie zum Beispiel. Schon viel besser. Komm jetzt, ich glaube einfach. Komm, zack. Bye bye. See you later. Bye bye. Okay, was haben wir jetzt? Zubat. Okay. Yeah, free food. Essen wir schnell auf, Zubat. Oh, dann kriegen wir Level Up. Nom, lecker, lecker. Ah, ausgewichen. Komm, wir beißen nochmal drauf. Voila! It is dead. Und Level Up. Woohoo! Verlieren macht überhaupt keinen Spaß. Was geht da vor sich am See des Zorns? Wir wollen dort zelten. Vielleicht ist da wirklich die Rocket? Tipps für Trainer. Alle Pokémon haben Vor- und Nachteile. Das hängt ganz davon ab, welchem Element sie angehören. Sind zwei Pokémon unterschiedlicher Elemente, kann sogar ein Pokémon verlieren, das einen höheren Level hat. Finde heraus, welche Elemente effektiv oder ineffektiv gegen deine Pokémon sind. Dankeschön für den Tipp, den du mir am Anfang des Spiels geben solltest, aber okay. Rotes Dach? Team Rocket ist doch da! Stehen geblieben! Der Wegzoll beträgt 1000 Poké-Dollar! Vielen Dank! Haben die mir jetzt wirklich einfach 1000 Poké-Dollar geklaut? Haben die wirklich? Oha!
Muss man hier wirklich 1000 Pokédrinne bezahlen? Das finde ich aber echt nicht fair, Alter. Das ist schon ein bisschen fies, du. Was soll denn das? Hahaha, wir machen viel Geld. Jeder möchte wissen, was los ist am See des Zorns. Hahaha, ihr bist so ein Opfer, lässt sich sogar abstechen, bestechen. Und abstechen auch gleich. Oh, scheiße, Tricky. Item. Top, ta. Da links ist ein Girl, die mich ansprechen. Aber ich weiß nicht, wie ich zu ihr komme. Wo ist der Weg zu ihrem Herzen? Oh yeah. Wow, wow, wow. What is this? Shit. Stell dir mal vor, so einen Patrick hat sich über mein Pokémon lustig gemacht. Und Verschämtheit, mein Pokémon ist toll. Patrick? Patrick war auch hier? Ihr wisst schon, mein Rivale, der Rothaarige. Okay. Oh, Nidoking! Ey, Bro! Level 19? Level 19 Nidoking? Ich wollte gerade Angst haben. Aber Level 19 ist ja gar nichts. Falltreffer sogar. Oh, oh. Oh, oh, seid ihr gut. Okay, okay. Alles cool, alles chillig. Ja, ist Level 19. Ich habe nicht so viel Angst vor dem. Melli, 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 ich vertraue dir, Melli! Woo! Melli, Beste! Yeah! Dafür habe ich dich trainiert, Melli. Ich bin stolz auf dich. Yes, so viele Erfahrungspunkte. Wir haben gleich ein Level-Up, wodurch wir uns entwickeln. Mein Nidoking hat sich wacker geschlagen. Ja, aber... Ich habe mich auch über deinen Pokémon lustig gemacht. Ich meine, Level 19. Ah, lol. Okay, dann müssen wir Melli heilen. Zack, 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 zack. Oh, komm, reicht. Was gibt's hier so? Hier gibt's Girafarig. Besiegen wir mal ganz kurz. Zack, zack. Kriegen wir schon ein bisschen Erfahrungspunkte. Das ist doch nett. Oh. Hi. Ich bin wohl falsch abgebogen. Ich bin gerade ziemlich am Boden. Vielleicht liegt das an dem Item, das ich benutze. Kämpfen wir. Das hebt vielleicht meine Laune. Item, was du benutzt? What? Muss ich das verstehen? Vier Pokémon, oh Gott, das. Oh nein! Sag mir nicht, der hat vier Karpado. Och, Level 10. Der kann höchstens Tackle. Gut, Karpado kann auch nichts anderes erlernen als Tackle, aber trotzdem. Das ist ja wirklich wortwörtlich fressen. Oh. War das dein Freund? Oh, Level 10, ja. No, ich hab nichts gesagt. Du Opfer. Level 10, Garados. Mach so viel Futter, wie du willst. Level 10, ey. Ah, Level 10. Ah, süß. Oh nein. Was wird jetzt kommen? Level 11, Garados? Oh nein. Oh, nicht mal, Garpado. Oh, jetzt kommt der große Bruder hier, ne? Ey, wie kannst du mein Garados killen? Zack, lecker, lecker. So, komm schon. Letztes Pokémon, Garados? Ja. Okay, das wird bestimmt ein starkes, oder? Und dann? 15. Okay, keine Ahnung. Ich geh mal auf Nummer sicher. Weil ich habe keine Ahnung. Egal. Machen wir einfach Donnerschlag. Und dann ist instant dead. Oh yeah! Beide kriegen Level up, hoffentlich. Nein, nur Amphi, okay. Level 31. That is epic, oh, epic. Ich habe verloren, aber ich fühle mich trotzdem besser. Na dann. Kurz Köderball eignet sich am besten, um Pokémon, die an der Angel hängen, einzufangen. Ist viel effektiver als der Hyperball. Oh, besser als der Hyperball? Okay. Oh, Pokémon. Oh, oh. Hallo, Tauboga. Möchten Sie sich besiegen lassen von mir? Das wäre doch sehr cool, oder? Zack, bye bye. Und nun ist es Zeit für die Entwicklung, auf die wir alle gewartet haben. Oh, aber ja, erstmal will Melli Finte erlernen. Ja, okay, warum nicht? Ne, Finte ist eine sehr tolle. Und ich Attacke kann man sich gerne mal geben. So ist nicht schlecht.
Ah, aber dafür Heuler. Wer braucht schon Heuler? Okay, ich hätte auch krasser weit machen können. Aber so, okay. Okay, dann, wird sich Merlin entwickeln! Hey, Merlin entwickelt sich! Glückwunsch, dein Merlin wurde zu Snobilikat! Episch! Wenn das kein Like wert ist, Leute, dann weiß ich auch nicht. Die nächsten Folgen werden wir versuchen, ein Omo zu haben. Und wir gucken kurz, was gibt es hier drüben? Gibt es hier irgendwas Sinnvolles? Ich weiß gar nicht mal, wo ich langlatsche, um ehrlich zu sein. Ich will halt die Folgen nicht beenden. Hier finden wir eine Top-Genesung, eines der besten Items im Spiel. Deshalb freut mich das gerade. Yay! So freut mich das gerade. So, und hier oben, was ist denn das hier? Wo gehe ich hier lang? Das Schreck kann eingesetzt werden. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Gott. Ich würde sagen, wir erkundigen uns hier in der nächsten Folge. Haut rein! Und schönen Tag noch. Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Das könnt ihr nur machen, wenn ihr ein Abo seid. Macht euch so Abo-Klopf an. Ihr müsst ihr auf Andrücken. Ihr wisst also an, dass wenn er nicht mehr aufs Abonnieren steht und Arbeit schafft.